Nahezu alle Frauen begehren ihn. Und das, obwohl er schon 130 Jahre alt ist. Sämtliche Generationen griffen schon tief in ihre Tasche, um ihn zu besitzen, zu benutzen und aufzutragen. Er macht aus schüchternen Frauen Verführerinnen und aus jungen Frauen Erwachsene. Oder wofür soll er denn sonst sein? Der Lippenstift. Es ist ja nicht so, dass man sich an den Farbrückständen an Gläsern und Tassen erfreut, als Pariser Parfümeure ihn erstmals bei der Amsterdamer Weltausstellung präsentierten, wurde er im Volksmund noch Stift der Liebe genannt. Die Absicht dürfte hier nun klar auf der Hand liegen. Rote Lippen für die Frau, um den Mann zu bezirzen. Das erkannten schon die antiken Ägypter. Und auch in der Barockzeit war das Schminken für die oberen 10.000 ein Muss. Im Übrigen griffen damals auch Männer zur Puderdose und Tiegel. Was heute als metro- oder transsexuell gilt, war im Zeitalter des Barocks ein gängiges Schönheitsritual, um sich vom Bürgertum abzuheben. Gesellschaftsfähig ist der Lippenstift inzwischen nur noch für die Frau. Doch selbst zu seiner Erfindung vor 130 Jahren waren geschminkte Lippen für die bürgerliche Frau ein Tabu. Lassivrote Lippen brachte man mit Tänzerinnen, Schauspielerinnen oder Prostituierten in Zusammenhang. Es ist wohl den großen Stars der 1920er Jahre zu verdanken, dass sie die roten Lippen auf die Filmwerbeplakate brachten. Die selbstbewusste Frau trug nun einen kleinen, roten, in Herzform geschminkten Mund. Dem galt es nachzueifern. Parallel dazu brachten amerikanische Parfümfabrikanten den ersten Lippenstift mit Drehmechanismus auf den Markt, was die Handhabung deutlich verbesserte. Bis dahin war der Lippenstift von Seidenpapier umwickelt und sündhaft teuer. Der zeitgenössische Gegenwert soll bis zu 100 Euro betragen haben. Und war somit erst gar nicht für jede Frau erschwinglich. Trug Mann bzw. Frau nun rote Lippen, provozierte sie in zweierlei Hinsicht. Sie sagte damit nicht mehr nur aus, hey, seht her, ich bin eine selbstbewusste Frau, sondern auch, ich kann es mir leisten. Die Erfindung des Nach-oben-Drehens, Fortschritte in der Chemieindustrie und auch durch hohen Absatz ließ sich der Preis des Lippenstifts senken und er ging in die Massenproduktion über. Sieht man sich heute in den Drogeriemärkten um, muss man feststellen, dass jene Massenproduktion niemals aufhörte. Beginnend mit einem Preis von um die 2 Euro ist jede Farbnuance, vor allem Rottöne, zu haben. Doch was ist dran an roten Lippen? Und was sagt der eigentliche Adressat dazu? Also generell finde ich roten Lippenstift schöner. Ist natürlicher, kommt besser rüber, man hat beim Knutschen keine Probleme damit. Ja, gut aussehen ist auf jeden Fall, aber Erfahrung jetzt mit Lippenstift großartig. Okay. Zender auf jeden Fall ist in Ordnung. Der Zender Lippenstift. Manche haben sie dann wieder so knallrot, das finde ich, geht gar nicht. Zutrifft, ja, schön. Ich finde, es kommt auf die Farbe an. Also, das klassische Grellrot ist mir manchmal zu viel. Ansonsten ist es schon okay. Eher natürlich. Ja. Natürlich ist es besser. Es muss zum Stil passen. Also natürlich ist meiner Meinung nach besser, aber wie sieht das aus? Bürst man die und dann... Oh. Die Gesamtkonzeption muss stimmen. Ich bin eigentlich dafür. Ja, wenn es stimmt, zu dem Rest passt, dann ist gut. Also auch heftige Farben dann, oder? Wenn es passt, dann passt. Wenn Männer Natürlichkeit bevorzugen, weshalb dann dieser Aufwand? Die Motive für das sich schön machen sind so unterschiedlich wie die Farbpalette der Lippenstifte selbst. Oftmals möchte sich Frau bloß konfliktfrei in ihrem Umkreis bewegen können. Geschminkt zu sein, ist auch ein Zeichen von Gepflegtsein. Nicht vergessen darf man auch den Modetrend, wie zum Beispiel den passenden Lippenstift zum Nagellack oder den Schuhen. Dass Frauen mit geschminkten Lippen also bloß auffallen oder gar verführen wollen, ist wohl nicht immer der Fall. Manche malen ihre Lippen an, um ihre vollen Lippen zu betonen und andere wiederum, um sie voller zu schminken. Die einen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken und die anderen, um älter oder jünger auszusehen. Gerade das Anti-Aging-Geschäft boomt. Man ist so alt, wie man sich fühlt bzw. aussieht. Und der hohe Absatzmarkt des Lippenstifts spricht wohl für eine hohe Hoffnung, den Frauen auf den Wunderstift projizieren. Es gibt kaum eine Fernsehwerbung für Lippenstifte, die nicht suggeriert, dass Lippenstift attraktiver und verführerischer macht. All die Hochglanzporträts brennen sich in das kollektive Bewusstsein und lassen glauben,
dass man mit roten Lippen schöner und gepflegter erscheint. Während heutzutage tatsächlich viele Pflegeprodukte darin enthalten sind, hat man noch bis in die 1970er Jahre hinein in Kauf genommen, dass Schwermetalle darin enthalten sind. Diese führten wohl auch zu furchtbaren Bauchschmerzen. Aber es gab nicht nur gesundheitliche Bedenken gegen den Lippenstift. Viele 68erinnen verbannten den Lippenstift ganz aus ihrem Badezimmer. Natürlichkeit war angesagt. Eine Frau hatte selbstbestimmt zu sein, indem sie eben nicht mehr dem kommerziellen Modewahn und sich den gesellschaftlichen Zwängen anpasste. Die fügige Frau war passé. Die Lippenstiftindustrie erwies sich hier als sehr wachsam und zielte stets auf die revolutionierenden Teenager ab. Die Farben hielten sich, wie wir heute sagen würden, mit sogenannten Nude-Tönen zurück, sodass auch junge Frauen diese auftragen konnten. Doch der Lippenstift wäre kein Politikum, wenn auch dies nicht zum Streit am Esstisch geführt hätte. Zum Teil noch vom Nationalsozialismus geprägt, war die Elterngeneration noch ganz und gar gegen das Auftragen von Lippenstift. Zu jener Zeit schminkte sich die deutsche Frau nämlich nicht. Sie hatte rein zu sein, sauber, aber nicht geschminkt. Geschminkt zu sein war ein Zeichen des Aufbäumens. Auch schminkten sich nur die leichten Mädchen. Man stellte mit geschminkten Lippen einen Zusammenhang zu Amerikanerinnen und Französinnen her, die Erzfeinde. Inwiefern man diese ästhetische Norm setzte, um die Nichtverfügbarkeit von Lippenstiften zu legitimieren, bleibt nur zu mutmaßen. Denn die Maschinen zur Herstellung von Lippenstifthülsen wurden für andere Zwecke gebraucht. Nämlich zur Herstellung von Patronenhülsen für den Krieg. Es ist wohl kein Geheimnis, dass Joseph Goebbels die ungeschminkte deutsche Frau propagierte, sich selbst aber geschminkte Prostituierte zuführen ließ. Die neue Frau aus dem goldenen Zeitalter, die sich nicht wegen, aber doch mit Lippenstift Ansätze in der Gleichberechtigung erkämpfte, war nun wieder in ihre Emanzipation zurückgeworfen. Sie hatte in Politik und Wirtschaft nichts zu bestimmen und war nunmehr einzig und allein für das Kinderkriegen zuständig. Sie ließen sich buchstäblich den Mund verbieten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte der Lippenstift wieder zum Alltag im Nachkriegsdeutschland. Wie auch Nylonstrümpfe und Zigaretten war einer jener Luxusobjekte, die von den Amerikanern an die deutschen Frauen verschenkt wurden. Mit den Worten »Ich finde ihn wirklich prächtig, diesen VL«, warb Hildegard Knef dann in den Wirtschaftswunderjahren für den Volkslippenstift. Er soll 1,50 Mark gekostet haben. Dennoch bleibt der Lippenstift in der Kontroverse. Hildegard Knef schockierte keine 3 Jahre zuvor mit ihrem Nacktauftritt in dem Film »Die Sünderin«. Dieser Film spiegelt wunderbar die Doppelmoral jener Zeit, die sich auch im Gebrauch oder Nichtgebrauch des Lippenstifts zeigte. Der erschwingliche Preis des Lippenstifts ließ nicht nur den Absatz steigern, sondern demokratisierte auch dessen Konsum. Dadurch, dass er nun für alle bezahlbar wurde, konnten sowohl Reiche als auch weniger Gutgestellte sich den Lippenstift leisten. Bisher war das Sich-Schön-Machen vor allem an Reichtum und sozialem Status gekoppelt. Nach wie vor gab und gibt es sehr große Preisunterschiede unter den Lippenstiften. Obwohl Testberichte wie Ökotest immer wieder belegen, dass es keine großen Qualitätsunterschiede gibt. Umso interessanter ist, dass trotzdem gerne die exklusiven und populären Marken gekauft werden. Spricht man Frauen darauf an, hört man sie Dinge sagen wie »Ich wollte mir mal was Schönes gönnen« oder »Dieser hier hält bestimmt besser«. Sich einen Chanel oder Dior Lippenstift zu leisten, hat auch insofern etwas Exklusives, weil man sich als durchschnittliche Konsumentin nicht unbedingt ein Kleid, Schuhe oder Handtasche dieser Marken kaufen kann. Studien beweisen, dass sich Verbraucherinnen gerne vom Verpackungsdesign beeinflussen lassen. Der Farbe Silber wird zum Beispiel eine sehr hohe Qualität beigemessen. Doch welche Farbe sollte der Lippenstift selbst haben? Diana Ackert. Die Lippenfarben, die diesen Winter, Herbst besonders angesagt sind, sind warme Bärentöne, ins Braun neigend, die auch bei uns vermehrt zu finden sind. Nachdem der Lippenstift um das 19. Jahrhundert für jede Menge Aufsehen sorgte, die Frauennation spaltete und schließlich die Emanzipation in den 1920ern begleitete, ist er aus der Frauenwelt nicht mehr wegzudenken. Selbst in Kriegs- und Krisenzeiten bleibt der Markt für Lippenkosmetik weitgehend stabil, wie zum Beispiel in den USA während des Zweiten Weltkrieges. Und auch noch Jahre danach, wie in den 60ern und 70ern, war er ein treuer Freund der Frauenbewegung. Aber auch ein Feind, ein Synonym für Verruchtheit und Demut.
Ob Emanzipation, Feminismus oder Luder-Image, die große Provokation erreicht man heute mit dem Stift der Liebe nicht mehr. Es sei denn, man ist ein Mann. Für Männer gibt es inzwischen jede Menge For-Man-Kosmetikprodukte. Tages- und Nachtcremes, sensitive, mit ohne Falten. Gerne auch in dunklen Verpackungen, um den Mann direkt anzusprechen. Doch den Lippenstift für ihn gibt es noch nicht. Wer weiß auch, ob es Frauen gefallen würde, wenn sein dunkler Lippenstift ihre roten Lippen verfärben würde. Sie hörten ein Radiofeature über Lippenstift, gesprochen von Martina Fuchs des Seminars Laster, Lust und Leidenschaft, eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg aus dem Jahre 2014 unter der Leitung von Professor Dr. Greve und Diplompädagogen Matthias Baumann.